Also, jeder von uns kennt das. Was machen wir mit Kindern? Eine Mama mit einem Kind würde sozusagen sofort anfangen, ein Lied, ein bisschen so wippen, dass das Kind zur Ruhe kommt. Diese Bewegungen, dieser Rhythmus ist in uns drin, in unserem Gehirn, in unserer Erinnerung. Und durch die Tanztherapie erreichen wir, was ganz toll ist. Es verbessert die Motorik, es verbessert die Koordination, es verbessert die positive Einstellung zum Leben. Es passiert was Tolles mit dem Körper und macht Freude. Immer Fidel sein, nie ein Kamel sein. Ich habe Musik in den Knochen. Ich komme immer in die Stunde hinein, kenne die Patienten oft gar nicht und fange einfach irgendwo an. Ich habe mein kleines Repertoire, auf den ich mich verlassen kann und taste mich da voran mit den Patienten, die ich vor mir habe. Bislang ist es so, dass ich fast ausschließlich erlebe, dass die Menschen sehr viel Spaß und Freude dran haben. Die bewegen sich dann doch gerne. Die Musik ist ein Element, das sie vielleicht irgendwann mal stärker in ihrem Leben gehabt haben, auch die Bewegung zur Musik, aber die vielleicht in den letzten Jahren nicht mehr so präsent war. Ich erlebe, dass sie nach und nach in der Stunde immer anfangen loszulassen. Der Körper wird beweglicher, die Koordination wird fixer. Und ich öffne den Vorhang. Ganz schwerer Vorhang ist das. Wenn wir eine Geschichte erzählen durch Bewegung und mit Musik, vergessen wir manchmal, dass der Arm eigentlich wehtut und ich es eigentlich nicht bewegen kann. Und auf einmal ist er in den Raum mit drin. Das sind dann einfach sehr schöne Erlebnisse. Neurologisch gesehen ist es so, dass die Patienten haben eine Einschränkung. Parkinson ist eine Erkrankung, degenerativ, und müssen sie im Alltag klarkommen. Und durch diese Therapie ohne Medikamente schaffen sie Energie für die ganze Woche. Also ein Patient von Parkinson, es ist so, dass er gebeugte Haltung hat, eine Hypomimie und ist ein bisschen langsam in den Abläufen. Durch diese Therapie werden die Patienten aufrechter, sie bekommen ein besseres Selbstwertgefühl, Koordination wird besser und dadurch können sie den Alltag wieder starten. Und das ist eine Ergänzung. Es ist klar, dass es eine Ergänzung ist zu der normalen medikamentösen Therapie ist. Ne? Und deswegen würden wir gerne es so auch hier etablieren für die Patienten, die auch dement sind, weil Musik schaltet im Gehirn bestimmte Emotionen. Also wir sind Menschen, sozial interagiert und jeder kann von uns sagen, welches war das Lied, als wir uns zum ersten Mal geküsst haben, welches Lied hatten wir zum Beispiel, als wir mit unserem Freund getanzt haben zum ersten Mal. Und diese Emotionen bleiben in unserem Gedächtnis. Und durch die Emotionen können wir Patienten, die einen Schlaganfall haben, die eine Demenz haben, erreichen. Und dadurch können wir Bewegungen starten. Ich habe es gesehen, ich weiß, dass es hilft, die Patienten. Und ich freue mich, wenn das sie auch startet. Und ich bin sehr glücklich heute. Ich habe 20 Kinder. Meine Frau ist schön. Das Heidekreis-Klinikum, das war Tanztherapie mit hineinzubringen als Werkzeug. Das ist schon was sehr Besonderes. Es hat den Vorteil gegenüber Krankenhäusern, die weit größer sind, dass man den direkteren Weg zwischen den Tanzkünstler oder Tanztherapeut, das Personal und die Patienten überbrücken kann. Dass das Personal vielleicht etwas aufgreift, selber integriert in ihre Arbeit. Also finde ich schon besonders und sehr gut. Also erstmal hat es ganz viel Spaß gemacht und irgendwie die großen Bewegungen, zu denen man da irgendwie kommt, sind nicht nur so, dass man sich gerne weit bewegt, sondern auch noch innerlich das so fühlt, finde ich. Also dass man so durch die Musik eine viel endgradigere Bewegung macht, irgendwie, finde ich. Sich da so drin fallen lassen kann. Ja, und man nicht das Gefühl hat, dass man sich so endgradig Genau, bewegt, genau. es auch intuitiv macht. Ist wahrscheinlich auch eine schöne Abwechslung im Klinikalltag, denke ich mir. Ja. Also da, wo die meisten Sachen ja schon sehr starr sind, auch die Untersuchung oder auch die anderen Therapien vielleicht, dass man da einfach eine Abwechslung auch mal hat, dass dann so ein bisschen vielleicht auch an früher erinnert oder an schönere Zeiten vielleicht erinnert. Ja, ich glaube, es würde einfach den Alltag auf der Geri bereichern. Ne? Die Jungen hat generell diese Gruppenangebote und wenn man da noch das ein bisschen erweitern kann durch Musik, Tanz, Schwung, glaube ich, ist das eine Bereicherung. Ich habe eine ältere Dame, die war teilweise gelähmt.
Das hieß, sie kann nur die eine Seite bewegen, aber wir haben getanzt. Und es gab Bewegungen in der Seite, die gelähmt war. Und das war wie, als würde man ein Wunder betrachten. Ich glaube nicht, dass es ein Wunder ist. Ich glaube, es gibt einfach andere Wege. Und die Kunst, die Kreativität bieten einen anderen Zugang, die vielleicht die ganze Medizin gut ergänzen kann. Tatsächlich hat mir das richtig gut getan. Das war das erste Mal, dass ich mich jetzt wieder getraut habe, ein bisschen mehr zu bewegen. Und die bildliche Sprache der Szenen, das hat mich irgendwie innerlich ganz frei gemacht. Tanz macht irgendwie froh, irgendwie gelassener. Dann ist man frei und locker und der ganze Tag ist dann schön. Es macht mir Spaß in Gesellschaft und man muss sich ja bewegen. Wer rastet, der rostet. Man hat das Gefühl, man möchte mit der Gruppe noch ein bisschen zusammen sein. Vielleicht kann, vielleicht geht das auch. Bin gespannt. Und ich möchte auch öfter mit allen zusammen sein.